Anfang 2022 war für mich klar, mein Schreibtisch-Setup braucht eine komplette Überarbeitung. Angefangen bei den Möbeln, die völlig abgenutzt waren, der ganze Aufbau war nicht mehr zeitgemäß und auch die Technik, vor allem mein Monitor, waren doch ganz schön veraltet. Also habe ich umgesetzt, was ich mir vorgenommen hatte. Ein ganz neues Setup mit einem neuen Schreibtisch, frischer Technik und einem ganz, ganz neuen Look. Und genau das stelle ich euch heute vor. Bei der Planung war klar, alles sollte mehr in die Breite gehen, für mehr Platz und Ordnung. Als Basis für das alles sollte ein Ultra-Widescreen-Monitor her. Ich habe mich schließlich für den LG Ergo Ultra-Wide entschieden, ein 4K-Monitor mit 21:9 Auflösung und sogar einer 75 Hz Bildwiederholrate, was beim Gaming besonders zugute kommt. Mit 34 Zoll ist der Monitor zwar nicht besonders groß, doch die zusätzliche Breite gibt nicht nur beim Spielen mehr sichtbare Inhalte frei, sondern gerade beim Arbeiten ist das Bild ein Riesengewinn. Mehrere Programme können nun problemlos nebeneinander herlaufen und beim Videoschnitt macht sich der Platz speziell in der größeren Timeline bezahlt. Was den Ergo von LG besonders auszeichnet, ist auch sein flexibler Standfuß, der zugleich bei mir als Kabelkanal dient und alle möglichen Kabel verschwinden lässt. Denn ich hatte mir überlegt, wie ich das ganze Kabelchaos so verstecken kann, dass am Ende kein einziges Kabel mehr sichtbar ist. Und ich muss sagen, das ist mir wohl gelungen. Sämtliche Kabel sind in Kanälen und sogenannten Racks verlegt und kein einziges liegt mehr am Boden, was mir besonders wichtig war. Der Schreibtisch selbst ist eigentlich gar keiner, sondern eine überlange IKEA Kali Küchenarbeitsplatte. Die habe ich mit zwei IKEA Alex Kommoden verbunden, wie es ja zurzeit gefühlt jeder macht. Weil die Platte mit fast 3 Metern Länge sehr groß ist, habe ich noch in der Mitte ein unauffälliges Stützbein zur Sicherung befestigt. Die dezent grün lackierten Kommoden bieten noch zusätzlich jede Menge Stauraum. Unter anderem sind alle meine stationären externen Festplatten hier drin, ebenso lade ich Kameraakkus und meinen Controller auf. Und farblich passen die Kommoden auch perfekt zu meiner Lampe, die von Mate ist. Der Gaming-PC, der steckt in einem riesigen Case von NZXT und lässt sich sehr einfach auf Rollen bewegen. Sehr praktisch. Das H630 Case ist zwar schon sehr, sehr alt, könnte optisch aber auch genauso gut erst aus diesem Jahr stammen. Im Innenraum gibt es quasi keine Grenzen, was die Möglichkeiten angeht. An die 10 Lüfter kühlen hier die Hardware. Dazu noch ein doppelter CPU-Lüfter von Alpenföhn, was auch wirklich notwendig ist, denn der Intel 10850K kann sehr, sehr heiß werden. Als Grafikkarte dient noch eine RTX 3070 von Gigabyte, dazu sind noch zwei Samsung SSDs und 32 GB RAM DDR4 Speicher verbaut. Ein Laufwerk im Jahre 2022? Bis zuletzt habe ich da noch ziemlich stur dran festgehalten, aber ich muss sagen, so wirklich zeitgemäß und schick sieht so ein schwarzer Balken dann da vorne auch nicht aus. Also drin lassen oder endlich raus damit? Was meint ihr? Ein praktisches Tool noch, das Schraubendreher-Set von Xiaomi, mit dem man perfekt am PC ja herumschrauben kann, zum Beispiel um neue Lüfter zu verbauen und selbst die kleinsten Schrauben zu greifen. Diese ganze Hardware brauche ich aber eigentlich gar nicht mal wirklich, denn mittlerweile schneide und arbeite ich auf dem Mac. Genauer gesagt auf meinem MacBook Air von 2020, das dank des populären M1-Prozessors genug Power bietet und nahezu alle Arbeiten problemlos zu meistern. Um den Workflow noch zu optimieren, habe ich noch ein TS3 Plus Dock von CalDigit zugelegt. Ja, jeder, der sein MacBook mit einem Monitor betreiben und noch auf zusätzliche Anschlüsse zugreifen will, der kennt dieses unglaublich wichtige Teil, weiß aber auch, wie unverschämt teuer es ist. Es hat mir trotzdem die Arbeit wahnsinnig erleichtert. Einfach MacBook mit einem einzelnen Thunderbolt 3 Kabel verbinden und fertig. Es wird gleichzeitig mit dem Ultrawide Monitor verbunden und aufgeladen. Das Dock bietet mir zudem Anschlüsse, die das MacBook an sich nicht hat. Mehr USB-Stecker und natürlich einen SD-Kartenslot. Das MacBook steht dabei auf einem wunderschönen Standfuß aus Walnussholz, handgefertigt von der Firma GroveMate.
Ein weiteres wichtiges Tool ist für mich dieses Netzteil von Ugreen, das 6 USB-Anschlüsse hat, mit denen man alle möglichen Geräte aufladen kann. Es hat ganze 200 Watt Leistung, also genug, um mehrere Devices zu laden. Es lässt diese trotz der hohen Leistung nie heiß werden und sieht zudem einfach schick aus. Egal wann eine schnelle Aufladung vonnöten ist, es ist griffweite, zum Beispiel für meine Bluetooth-Kopfhörer. Die Teufel Real Blue in diesem Fall, die ich an meinem IKEA SCADA-Packboard hängen habe. Dort sind auch Kabel und allerhand nützliche Tools griffbereit, wenn ich sie mal benötigen sollte. Das neue Setup ist aber ein langsamer und stetiger Prozess, der auch nach einem Jahr immer noch im Gange und nicht abgeschlossen ist. Denn ich brauche noch weitere Sachen, wie zum Beispiel einen neuen Mikrofonarm, ein neues Case oder eine ganz neue Tastatur, denn zwei sind ja immer noch nicht genug. Zwei deshalb, weil ich eine mechanische G613-Tastatur von Logitech benutze, die zwar ein tolles Tastengefühl bietet, während die Batterien wirklich Jahre halten, aber eben auch nur auf Windows ausgelegt ist. Beim Mac nehme ich dann lieber das bewährte Magic Keyboard von Apple, das ich auch nochmal für das 11 Zoll iPad Pro besitze, wenn ich Lust habe, auf diesem dann zu arbeiten. In Kombination mit dem Apple Pencil ist das M1 iPad eine wirklich willkommene Abwechslung und ersetzt auch immer mehr das MacBook in meinem Alltag. Ach ja, und Deko gibt es natürlich auch überall. Mein absolutes Highlight davon, die allererste Xbox, die ich extra in mein Regal gestellt habe und einfach immer noch total schön ist und einfach hinpasst. Was ist eure Meinung? Wie gefällt euch das Setup? Was sind eure Ideen? Was würdet ihr anders machen? Oder wie würde euer Schreibtisch aussehen? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da.